Es gibt noch eine Codex-Seite, die es zu finden gilt, und dafür unternehmen wir jetzt erstmal eine Schnellreise, beziehungsweise schauen nach, ob es die hier gibt. Scheinbar nicht. Ja, das ist nämlich die Codex-Seite 8. Und die brauchen wir, um die letzte Mission spielen zu können. Also sind wir tatsächlich durch. Und ich habe wieder mal vergessen, meinen Wecker oder meine Uhr zu stellen. So. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die ist, dann klappern wir einfach mal all die Schnellreisestationen ab. Ich meine, Geld haben wir ja zu Genüge. Venedig, ich glaube, da war es nicht. Vielleicht Toskana, San Gimignano. Einfach mal dahin. Kann sein, dass wir noch den einen oder anderen Aussichtspunkt machen müssen. Aber ich meine, dass wir hier richtig sind. Und das stimmt soweit nicht. Hier gibt's nichts. So, dann möchte ich gerne wieder reisen. Dann geht's eben nach Romagna Flow Forri. Romagna Docks. Da gibt es auch keine Codex-Seite, so wie es aussieht. Nur die tolle Nebenmission, die keine Nebenmission ist. So, dann eben mal nach Florenz. Auch wenn wir da eigentlich schon waren, es macht relativ wenig Sinn, dahin zu gehen. Also San Marco. Vielleicht gibt es ja auch die letzte Codex-Seite von den Leuten direkt. Ich weiß es nicht. Wäre witzig, wenn das denn so wäre. Und sie ist hier. Ich hab sie. Müssen wir jetzt aber noch einen ganz schön weiten Weg gehen. Ja, warum ich die nicht entdeckt habe, das ist auch wieder so eine fragliche Frage. Dann könnte der nächste Part schon, wobei der nächste Part wird nicht der letzte sein. Oh, das wollte ich nicht. Ich entschuldige mich. Ich will doch nur zur scheiß Codex-Seite. Um ehrlich zu sein. Also alles andere will ich nicht. Aber wie konnte uns die nur abhanden kommen? Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir alle zum Schluss haben, aber es fehlt uns halt eine. Ist halt nicht so schlimm. Ich meine, bei meinem ersten Run haben wir so 7 oder 6 Seiten gefehlt. Weil ich gedacht habe, dass wir sie nicht brauchen, aber wir brauchen sie anscheinend. Wurde eine Verfügung erlassen, die exzessives Ringen
Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Okay, jetzt kriege ich hier eine Nachricht. Ja, dem schreibe ich gleich, dem guten Luca. So. Und wir haben alle Codex-Seiten gefunden. Yay. Ja, die Truhe in der Villa. Dabei brauchen wir doch gar nichts mehr. Wie sieht's eigentlich hier aus? Können wir noch beim Schmied irgendwas Tolles holen? Waffen. Altsyrisches Schwert haben wir mittlerweile schon. Streithammer des Söldners. Nee, das bringt es alles nicht. Wir haben anscheinend die mächtigste Waffe aller Zeiten. Beziehungsweise es gibt vielleicht noch eine Waffe, eine bessere Waffe, die wir kriegen. Wenn wir was eigentlich machen. Unser Schutz geht da zurück. Macht aber mehr Schaden. Gucken wir einfach das Fleischermesser. Macht ja so viel Spaß und Rüstung. Es geht halt alles zurück. Ein Vergnügen, Pardon, Signore. Ich wollte nicht respektlos sein. Wirklich. Ja, ich möchte trotzdem hier immer noch unser gutes altes Äquivalent behalten. Oder Equipment, nicht Äquivalent. Ach, leckt mich doch am Arsch hier! Nicht euer Ernst. Wo sind wir jetzt wieder? Auch ganz weit entfernt vom Aussichtspunkt. Immer weiter, Herr, schlagt Tyrannen Köpfe ab, legt Räuber, Schinder, Schänder ein für alle Mal ins Grab. Unter einem Umhang lauert des Nachts auf einem Dach der Freund des Ja, es geht gerade darum, ob wir den Kinofilm Silence besuchen. Den neuen 3-Stunden-Epos von Martin Scorsese. Die aus der Gegend der südlichen dalmatinischen Küste kommen, sollten sofort von einem Heiler untersucht werden, da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besucht sofort einen Doktor, um das ganze Volk zu schützen.
Okay, können wir irgendwo runterspringen? Ja, es geht. Das wäre es ja wieder gewesen, wenn wir jetzt hier wieder so richtig scheiße runtergeflogen wären. Aber gut, so konnten wir es nochmal verhindern. Ich habe traditionelle Mittel und die weiße Generation. So, hier gab es auch mal eine Codex-Seite. Ja, ging doch alles recht schnell, nicht wahr? Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, reisen wir einfach da mal hin. Und dann holen wir uns hier den die Schnellreise irgendwas. Okay, und jetzt hier noch schön die Schnellreise. Und zwar nach Monteriggioni Villa. So. Dann können wir auch gleich das Geld rausholen, auch wenn wir das nicht mehr großartig ausgeben werden. Nun gut, öffnen wir erst einmal unsere Truhe oder lernen wir unsere Truhe komplett. Vielleicht bauen wir dann noch was aus. Ja, das wäre ganz cool, wenn wir das machen. Jetzt bauen wir halt nochmal alles aus, was wir so ausbauen können. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? So. Geben wir nochmal so richtig schön Geld aus. Wir haben immer noch genügend Geld, um hier was zu machen. Vielleicht können wir wirklich alles komplett ausbauen, das wäre ganz cool. Ja, das kostet alles so wenig Geld. Okay, es geht nicht mehr weiter. Buon viaggio. Und hier, wie sieht's damit aus? Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ach so, da steht nochmal, alle Waffen gesammelt haben wir nicht. Das ist auch nicht, die Villa erzeugt zurzeit Einnahmen. Okay. Bis bald, Ezio. Ja, das ist die gute alte Buchführung. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wenn man dieses Wort umstellt und diese Zeile nach links bewegt, ist es entschlüsselt. Und was heißt das jetzt?
So, dann wären wir jetzt eigentlich auch schon wieder fast fertig mit dem Part. Jetzt ist nur die Frage, was gibt's jetzt noch zu machen? Ja, hier geht's dann praktisch weiter. Wir setzen die dann praktisch im nächsten Part ein und dann mal schauen, Leute. Also das wird dann das große Finale sein, wahrscheinlich der letzte Part. So im XXL-Format, hat sich gereimt. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt dran, Freundschaft ist Magie.